Ja, hallo Christian. Hallo. 2 Jahre Zwangspause gehabt, Play. Du warst aber, glaube ich, ein bisschen länger nicht da, oder? Ich glaube, ich war 10 oder 11 Jahre nicht da gewesen, genau. Oh, okay, also lang abstinent. Ja. Ja, du warst, glaube ich, beruflich viel unterwegs in der Welt. Kann das sein? Genau, also ich habe erst mit ein paar Wanderungen, Langzeitwanderungen angefangen und das fällt immer in die warme Jahreszeit. Und ja. Mai, Juni sind die Zeiträume dafür und da fällt immer die Play rein. Okay. Und dann, ja. Dann ist man anderweitig beschäftigt, was genau. Ja auch gut ist. Es hört sich immer ganz nett an, wenn du so Geschichten erzählst, dass man da irgendwo in der Weltgeschichte wandern geht oder unterwegs ist. Das ist ja auch ganz nett. Das war leider so eine Abfolge. Ich habe Wanderung gemacht, habe dadurch mein Englisch aufgebessert, dann habe ich ein Jobangebot im Ausland bekommen. Ja. Dann war ich dadurch 4 Jahre weg. Dann kommt man zurück, geht nicht an den eigentlichen Wohnort, wo man vorher war. Es hat nochmal eine Auswärtstätigkeit und so wurden es dann 10 Jahre schließlich. Okay. Ja. Ist ja auch eine ganz nette Erfahrung, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Wie hast du damals zunächst gefunden? Hast du da noch so eine Erinnerung dran, wie du aufs Forum aufmerksam geworden bist? Ich habe es über irgendwelche Stichworte gegoogelt und habe natürlich eine deutschsprachige Community gesucht, wo man, wenn man noch nicht angemeldet ist, auch schon direkt sehen kann, wie viele Topics gibt es da, wie sehr lebt das Forum, ist das am Einschlafen, ne, wenn da nur alle 3 Wochen ein Beitrag eine Antwort kriegt, dann ist die Motivation nicht so. Dann kann man weitergehen, sage ich mal. Ne? Ja, genau. Okay, verstehe. War das relativ kurz danach, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt auch mal direkt auf so ein Treffen, auf diese Play? Oder warst du vorher länger angemeldet? Ich war länger angemeldet und ich glaube, es hat vielleicht 1 oder 2 Jahre gedauert, bis ich dann zu einer Play gekommen bin, ja. Okay. Und wie war das für dich das erste Mal? So, was für einen Eindruck hast du von dem Event gehabt? Ich wusste nicht recht, was mich erwartet, also konnte ich keine große Erwartungshaltung aufbauen. War eine sehr verrückte Zeit und ich hatte mich in der Zeit auch intensiver mit Videospielen beschäftigt, habe angefangen zu sammeln, zu fachsimpeln und bestimmten einzelnen Spielen hinterher zu jagen. Ja. Und dann war es auch mal toll, mit anderen Leuten im Austausch zu stehen und nicht nur still für sich allein zu Hause irgendwie Wörter bei eBay einzutippen, weil man irgendwas kaufen will, sondern das auch mal vis-à-vis mit anderen Leuten zu besprechen. Ja, da lässt sich immer viel, viel drüber reden. Man kann ja mittlerweile schon Marktentwicklung und Preisentwicklung sprechen. Da ist auf jeden Fall ein großes Spiel nach oben, sage ich mal, was die Themen angeht. Bist du auch abseits des Forums und abseits der Play, triffst du dich da auch mit Usern von hier? Nie. Ist nie zustande gekommen. Nee. Ich wohne in München. Die Play ist für mich immer schon eine weite Anreise gewesen. Mhm. Und hat sich nie erledigt. Ich habe in den Jahren zuvor immer mich sehr in die Arbeit reingekniet, habe 2, 3, 4 Jobs gleichzeitig gehabt. Okay. Also immer sehr beschäftigt gewesen. Sehr beschäftigt, sehr eingespannt und erst jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden, ja. War das für dich so in den Jahren, wo du häufiger hintereinander gekommen bist, immer so ein Ding, wo du gesagt hast, okay, da muss ich mir unbedingt für frei nehmen? Also die Woche halte ich mir frei, auf genau. jeden Fall. Ja. Ja, das war bei unserer Firma nicht immer so einfach. Ich muss im September meine Urlaubswünsche für das komplette Folgejahr abgeben. Es sind Wünsche. Ja. Die können erfüllt werden oder nicht. Und wenn sie nicht erfüllt werden, dann muss man so 1, 2 Wochen vorher mal vorsprechen. Und das war immer ein bisschen. Also immer mit viel Vorlauf behaftet. Wie viel Aufwand ist das für dich immer gewesen, herzukommen? Also, haben wir ja gerade gehört, München, eine weite Zugreise. War das immer so eine Reise, wo du gesagt hast, jetzt wieder dahin fahren? Oder hattest du da richtig Vorfreude drauf? Es ging eigentlich immer nur um die Frage, bekomme ich frei oder nicht, weil ich war bei der Deutschen Bahn. Okay. Die Fahrt kostet mich nichts. Ich verbringe Jahre meines Lebens in Zügen. Also Zugfahren für mich ist kein... Ist für dich alltäglich? Ist alltäglich. Ist alltäglich. Es ging rein darum, kriege ich frei an den Tagen und alles andere war keine große Hürde. Cool. Wie ist das mit den Jahren gewesen, Clay? Ich meine, wir haben ja jetzt eine relativ komfortable Ausstattung. Mhm. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine Dusche, haben viele gesagt, dass sie das ganz toll finden. Gibt es irgendwelche Upgrades, die du dir noch wünschen würdest? Ich glaube, wir haben, also dieses Jahr, ich war jetzt länger nicht da, dieses Jahr gibt es WLAN hier. Ja. Das finde ich eine super Sache, weil mobile Daten ist immer noch ein Topic, glaube ich, bei vielen Mobilfunkanbietern, dass es nicht überall hier oben gute Verbindung gibt. Ja.
Also das fand ich angenehm, dass man sich mal in der Ecke zurückziehen kann und muss nicht irgendwie hier um die Schützenhalle rumlaufen und irgendwie gucken, wo habe ich den besten Netzempfang. Damals ging es ja nur ums Telefonieren, jetzt geht es um mobile Daten. Ja. Also das war ein gutes Upgrade. Die Dusche habe ich jetzt auch mal genutzt. Ja. Ich weiß, in früheren Jahren mussten wir zum Schwimmbad fahren, wenn es im Mai schon geöffnet hat. Ja, genau. Oder haben mal auf dem Tennisplatz angeklopft, ob wir da die... Oder Trucker-Duschen an der Autobahn-Raststätte haben wir auch schon benutzt. Raststätte, genau. Das ist auch ein Klassiker gewesen früher. Ja. Vielleicht nimmt es ein bisschen auch das Abenteuer-Feeling weg, diese Improvisation. Mist, ich rieche, wo kann ich duschen? Und da gibt es diese Gruppen, die sagen, hey, so, drei Autos klar machen. Da hat einer eine Idee, wo wir duschen können. gibt es etwas, was du dem MC gerne sagen würdest, dem Veranstalter der Play? Boah, ich würde ihm ein großes Danke aussprechen, dass er das seit so vielen Jahren so treu begleitet, dass er immer wieder dieser Aufwand, wir sehen das ja nicht im Hintergrund, wie er mit den Firmen kommuniziert, die Artikel, die Preise und das Merchandising, was er alles organisiert, das ist bestimmt auch ordentlich viel Arbeit. Er muss es ja auch ordentlich promoten, er muss ja den Firmen im Nachhinein darlegen, wie viele Leute wurden erreicht, wie groß ist die Community, was wurde gemacht, um alle bei der Stange und glücklich zu halten. Ja. Okay, dann bedanke ich mich für das Interview und ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt auf der Play. Vielen Dank. Danke.